Inmitten der funkelnden Lichter wurde gestern Abend der Startschuss für die festliche Jahreszeit gegeben. Traditionell mit dem beliebten Stollenanschnitt hat der Weihnachtsmarkt eröffnet. Auf dem Altmarkt in Cottbus verteilten Mitglieder der Rathausspitze die ersten Stücken des weihnachtlichen Gebäcks. Mit der Eröffnung hat die Stadt erneut einen magischen Ort in ihrer Mitte geschaffen, der die Herzen erwärmt und die Vorfreude auf die Festtage steigert. Na, es ist der Weihnachtsmarkt der 1000 Sterne. Das heißt, er ist sehr groß, er ist sehr weitläufig. Man kann sich vergnügen, man kann Geschenke einkaufen, man kann was essen, was trinken und vor allen Dingen, was mir immer gefällt, dass nicht nur Familien auf dem Weihnachtsmarkt sind, sondern sich Freunde treffen, Arbeitskollegen sich treffen und einfach einen schönen Tagesausklang gemeinsam hier auf dem Weihnachtsmarkt verbringen. 110 Stände lockten die Bürgerinnen und Bürger mit ihren duftenden Glühwein und köstlichen Leckereien aus der Region an. Bis zum Ende der Saison verspricht der Markt unvergessliche Erlebnisse für alle Besuchenden, die sich dem Zauber der Weihnachtszeit hingeben möchten.